Ruhi Gedik Özdemir aus Yozgat, Adem Kibar aus Artvin, Reşat İşcan aus Gürcistan Artvin, Emine Karakuzrar İlhan aus Gaziantep, Ramazan Arıçiçek, Orhan Onan, Kenan Özgür Tancı sind peruanische Kokainmafia von seit 1994 bis 2018 jetzt hier vor Ort. Und sie haben bei der türkischen Staatsanwaltschaft, bei der türkischen Regierung und internationale Täterschaften auch in Deutschland, weil ja dieses Kokain transportiert werden muss. Ne? Deswegen braucht man Leute an den Grenzen, an den Flughäfen, an den Sicherheitsbereichen, bei den Polizisten, bei den Zollleuten, die das Zeug schön über die Grenze bringen. Ne? Und ich denke, wenn man Murat aus Trabzon mit Nimet Kol, Familie und Murat Okur und komplett hier die Familie KURD, Charles Olu aus Çarşamba, Samsun, Bekir Bosna aus Yozgat, komplett hier die Leute, die für die Polizei angeblich arbeiten. Reşat İşcan war ja 94 auch, der ist ja unter Gürcistan oder irgendwie in Spanien gewesen. Das sind die Kriminellen, Kokain, Heroin, Terroristen, Pädophilenmafia, Kinderficker-Mafia und İsmet Kamil Koçar, Zigeuner, Rumänen, Ankara-Zigeuner und so, die halt hier rund um in Yakut wohnen und noch von Deutschland sozusagen ausgezahlt werden oder von Spanien oder von Brasilien und sie als getarnte Polizisten oder Vertrauensmänner wohl gezeigt haben, damit sie lügen sollen, damit man die spanischen, deutschen, kolumbianisch-türkischen Kokainmafia einfach schützen soll. Sonst gar nichts. Ne? Die marokkanische marokkanische Ali Jamel mit J habe ich auch gesehen, der ist aktiv im Lunchbox. Melik Düzel, Geschäfte gehen gut, habe ich schon so mitbekommen. Und das ist ja die Schwester von Jamila Jamal, Marokkanerin. Ich denke mal, deswegen flippen sie ja aus, weil sie ihr Kokain wohl erwischt worden sind. Und genau die Person soll angeblich tot sein. Ist ja nicht. Die hatte geheiratet mit irgendjemand. Und die Banu Petrower Familie, die hier neben dran wohnt, sind auch deren Tätigkeiten. Man muss so überlegen, seit von 94 bis 2018, die haben schon noch bei der Steuerbehörde internationalen Länder, Bulgarien und so Leute, die einen auch so Polizei machen und denken, okay, ich kann auch sagen, dass keine Wahlkinder vegan sind. Heute haben wir den 11.01.2018. Ich beantrage Schadenersatz wegen diesen Hurensöhnen, umsonst ins Gefängnis reingegangen zu sein, 2,5 Millionen Tele und Burcu Özdemir wieder zu mir zurück. Ja, oder die Göksu zu mir zurück, weil deren Täterschaften sind ja Esat Can aus Kaluswarte, die machen ja dort mit Zigeunern Kokaingeschäfte mit Lucian Noll, Lucian Schmidt und so, von auf der Main Kaluswarte. Und das sind auch Kannibalen und alles in Griesheim, in Deutschland. Wahrscheinlich haben sie Täterschaften und so, schützen sie sich gegenseitig und lügen sich an, dass die mir die ganze Zeit irgendwelche ihre Morde anhängen wollen und ihre Straftaten erzählen. Ende Deutschland. Ich habe immer noch keine Renten bekommen. Ich habe Beweise. 102, 120, 24, 428 unter TG Kim Likno, Yılmaz Şeker, 11.06.1975, Sivas Sara. Könnt ihr gucken, was auf den MRTs sind. Seit 94 habe ich das. Und ich habe keine Rente bekommen. Und ich musste 10 Jahre bei Fraport arbeiten mit Schmerzen. Und dann musste ich noch 8,5 Jahre ins Gefängnis ohne Straftaten, ohne Straftatbeteiligung. Aber das hat ja alles nichts mit der Rentenkasse zu tun und deswegen will ich mein Geld haben. Ihr könnt mich über meinen Vater erreichen oder über mich direkt von einer Krankenversicherung. Frau darf zu mir kommen und mich aufsuchen, damit ich mein Rentengeld bekomme in Deutschland. Ich bin Deutscher, ich habe keine doppelte Staatsbürgerschaft. Der TG dient nur, dass ich hier in der Türkei
einen Laden kaufen kann oder so. Und also Ding, dass ich keine Aufenthaltserlaubnis brauche in der Türkei. Ich habe keine doppelte Staatsbürgerschaft und meine deutsche Pass ist C5HTRG10Z-ID-Nummer. Wie gesagt, ich könnte mich auch ja, über Telefon oder so. Die ist auf meine Mutter und über die könnt ihr mich erreichen, wenn irgendwelche Nachfragen sind in Deutschland.